Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Medieval Dynasty. Wir sind immer noch in einem großen Koop-Cast unterwegs. Hallo! 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 Wir sind das letzte Mal da stehen geblieben. Jetzt haben wir die ersten beiden Esel in unserem Dorf. Und damit meine ich nicht den Costa. Und der Dennis. Hey ho, it's off to work I go. Boah, da musste ich jetzt einfach so loswerden. Bis zum Tourette-Syndrom, ich konnte einfach nicht aufhören. Das ist verständlich. Und jetzt hat die Quest für unseren heutigen Tag ist, wir reiten nach Klonika heißt glaube ich. Klonika, genau. Nicht zu verwechseln mit Klonikstar. Das wäre schlecht. Genau. Und da suchen wir zum einen nach Menschen, die wir anwerben können und hier in unsere Fänge kriegen können. Und Schweine. Ist nicht in einer besonderen Reihenfolge jetzt erwähnt worden. Wie schaut's mit Feldarbeit aus? Bin dabei, Chef. Achso, nee, ich wollte eigentlich mitmachen. Oh. Ich bin gleich in Klonika angekommen. Du bist ja der Rakete, du. Nee, diese Lotte. Diese ist Flotte. Die Flotte Lotte. Die fehlt uns noch. Und wo gibt's jetzt die Fakten in Klonika? Ziemlich weit hinten. Ich bin jetzt einmal. Und dann in zweiter Reihe. In zweiter Reihe, links oder rechts? Links, wenn du durchs Dorf läufst. Da sind Zielscheiben. Das ist mal die Gacki-Ausgang. Kann ich nichts mehr aufs Feld. Können mal jemand von euch aufs Feld gacken? Da sind's. Das sind ich die Fakten. Nicht gegessen. Jetzt können wir dann mal ein Schweinchen, die machen das. Ja, die. Du hast ein. Du hast ein weibliches gekauft, ne? Ein kleines weibliches, ja. Dann hol ich einen Eber. Und ein erwachsenes nochmal. Oder? Ein Weibchen. Das ist jetzt der Eberhard. Der Eberhard? Mhm. Und das weibliche heißt Eber schlapp oder was? Nein, Walburga. Oder so. Okay. Und so, was mache ich jetzt? So. Das denke ich mir gerade. Jetzt habe ich da ein paar Fakten gekauft, wa? Kannst du bei der Rüstung hier? Sehr schön. Dann schmeiße ich gleich ich mal das Futter grad, in aber hier ist irgendwie kein Tierhandler. Handler? Kein Tierzeughandler. Da ist ein Feldhandler und ein Hammerhandler. Was Greetings. Du? Etwas, was ich brauchen könnte. Nee, du bist ein Handwerker. Ha. Ist dann vielleicht der Feldhändler? Ich gucke. Jetzt bin ich vorbeigerannt. Kurve. Beach. Da. Hä? Wo? Da hinten. Haben wir eigentlich Speere zum. Also Fischspeere? Where is the stone? Wir haben keine Meinung. Only the best products here. Wieder. Nein. Flachs ist ja schon gesät. Zu glauben? Karotte. Hier ist auch nichts. Dann reite ich jetzt über die Hauptstadt retour. Geschäfte sind fast erledigt. Diese Lotte ist noch weg. Ach ja, die habe ich über den Schwein stehen lassen. Jetzt bin ich falsch abgebogen, jetzt komme ich da über diesen großen Zaun nicht drüber. Diese Moment. Ich bin gleich raus, ich sammle da gerade mal das ganze. Ich kann vielleicht auch die ganzen nicht mehr springen. Kräutersachen ein. Okay, ich bin müde vom Hüpfen. Ich muss die Kräutersachen raus. Okay.
Alles gut, weil ich wollte nämlich was gucken. Scheiße. Ab in die Hauptstadt. Ach scheiße, wir haben noch Stroh. Achso, jetzt hast du gar nicht geguckt, ja, nach Leuten, oder? Also, bin ich doch schon auf dem Weg. Nee, nee, ich hab gedacht, wir haben noch was, um. Nein. Um Samen zu machen. Ich schau gleich mal, ob hier so würdige Anhänger sind. Na. Für unseren Kult. Die Ingrida wäre. I'm not superstitious. Ja, Schwein hat schon ein bisschen was produziert. Das ist zu wenig Kacke, wir brauchen mehr Kacke. Wir haben noch ein bisschen Tierfutter im Lager. Magst du bitte den Schwein? Ich habe gerade ein Schwein reingetan. Passt, genau, das wollte ich dich bitten. Okay, gut. Ingrida. Die kann sich aber selber füttern, die fütter ich nicht. Ach, sei doch nicht so. Ich könnte dich nicht füttern. Wo ist denn der Schwänestau? Mal auf, du hast schon ein Baby. Bei dir giggelt's ganz gewaltig im Haus. Giggity. Sitting. My favorite activity. Okay, schon wieder keine Stöcke. Doch. Ich hab vorher einen Haufen reingelegt. Nee, wir haben gar keine, nicht ein einziges. Das ja nicht. Auf, dass die dummen Produkte. Jetzt bin ich bestimmt wieder irgendwo unterwegs. Hat da jemand schon wieder Bolzen gemacht? Tatsächlich nicht. Finally the winter is over. So. Die anderen, die hatten jetzt nicht zwangsläufig was Gutes. Und jetzt reite ich zurück zur Hauptstadt. Ah, ich habe schon wieder ein Stöckchen Back. Stöckchen, na ganz toll. Was heißt das? Dass man nur einen rausnehmen kann. Nee, ich kann keine Stöcke aufheben. Die los ja, auf dem Boden liegen. Geht im Ding nicht, nee. So müssen wir doch Zweige sammeln. Ja, wir brauchen echt Zweige, weil wir haben nichts. Ich bin gerade auf dem Weg zur anderen Mine, weil die muss noch gebaut sein. Ich hätte sie nämlich gefunden. Aber der Bär, der da vorne dran saß, hat gemeint, nö. Heute nicht. Das ist meine Mine. Du nicht. Jeder sitzt da aus dem Telefonbuch, aber du nicht. Ist das ein männlicher Bär? Das ist ein Zitter. Weil dann würde ich sagen, sei ein bisschen höflich zu ihm und nennen ihn Herr Bärt. Herr Bärt. Das bin ich Melias Sach. Herr Bärt. Der kriegt einen Vogel. Wir gehen nur in die Richtung. Ich möchte jetzt diesen Bären töten. Ich habe halt Cooper Bärentöter. Weilbaum? Ich habe halt immer noch keine Axt oder kein Speer oder sonstiges, ne? Eingehen. Ich wollte gerade sagen, den Bären wird es doch noch nicht zerlegt. Was läuft Badeln? Bin gleich in der großen Stadt. Braucht ihr sonst noch was aus der großen Stadt? Nö, eigentlich nicht. Ich kaufe doch nicht. Wir müssten demnächst vielleicht irgendwann nochmal jagen gehen, weil ich habe keinen Pfeil und keinen Bogen. Ich hätte gern... Den werden wir auch auf der Jagd nicht finden. Nein, aber ich... Das ist immer so blöd. Den Hasen kann ich ja noch mit der Axt zerschmeißen, zerhauen, aber... Also den Bären habe ich jetzt gelegt bekommen. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch ein Lager bauen und die Mine und dann bin ich glücklich. Wieso? Was brauchst du denn? Hirsch. Oh, das ist schön. Ja, ich habe jetzt zwei Dinge auf ihn geschmissen, zwei Speere und er hat die Matrix aktiviert, die gehen durch und durch. Oh, geil. Also ich kann Stecken vom Boden sammeln. How can I help you? Ja, nur im Dorf geht's nicht. Ruslav, hallo. Tierfutter. Ja, schon klar, Bäumchen. Ich bin wieder einer, der in die falsche Richtung fällt. Super. Ach, ich brauche 5 Stock. Ich habe gerade mal 2. Entschuldigung. Ich auch fast arm. Aber nur fast. Du hast jetzt aber 4 für dich. Nee, da unten läuft ein Wolf. Aber ich habe vieles an Erfahrung dazu gewonnen. Hoppla. Was?
Was brauchen wir noch Dünger? Ja, aber ja. Wir lassen die mal produzieren, oder? Ja, die Schweine machen das ganz gut. Wenn dann eher Futter für die Weil es ist nämlich der letzte Tag im Frühling. Oh. Also wenn wir jetzt irgendwas anpflanzen wollen, müssen wir. Ja, wir könnten auch mal schauen, was man sonst noch anpflanzen könnte, weil ein paar Felder habe ich noch frei. Ich habe vorher gedüngt mit dem Dung, der wo da war. Also ich könnte jetzt noch was anpflanzen. How can I help you? Gedingsidongs. Only the best products here. Was können wir denn noch machen im Frühling? Hafer? Haben wir schon oder nicht? Hafer ist angepflanzt, Kohl ist angepflanzt. Wie wäre es mit Rote Beete? Die haben wir noch gar nicht. Oder Zwiebeln? Haben wir auch noch nicht. Ich nehme mal Zwiebeln mit. Dann können wir nämlich Fleisch mit Soße machen. Wie viele Zwiebelsamen soll ich mitnehmen? Wie viele gehen dann? Schaffen wir 15 Stück? Ich habe auch problemlos, noch, ich kann auch 20 machen. Möhrensamen oder was das war, ein Ding gelegt, gell? Die habe ich, glaube ich, schon angepflanzt. 10 Stück? Ja, genau. Die habe ich schon angesät. Sehr schön. Jetzt habe ich mal 20 Zwiebeln und rote Beete-Samen nehmen auch nochmal 20 mit. Bei vermehren tut sich's ja dann von alleine. Eben. Wie die Dorf. Also, geh mir aus dem Weg. Die Hirsche sind ein bisschen komisch hier, die machen Kopfstände. Mag sich vielleicht eventuell. Ich suche gerade Blutflecken. Was ist Blutflecken? Ah, da ist er. Ja, ich habe nämlich einen. Wer zum Geier hat auf den Hirschen einen Speer geworfen? Das sieht verdammt scheiße aus. Sieht verdammt scheiße aus, was der da macht. Ja, ich hab ihn an den Hoden erwischt wahrscheinlich. Nee, am Hinterlauf. Genau, Hüfte. Scheiße. Das mit der Ausdauer. Ja. Schade, dass man Äxte nicht schmeißen kann. Deswegen hüpft der so komisch. Ja. Denk mir schon die ganze Zeit irgendwie. Ich hab noch einen erwischt, aber ich weiß nicht wo. Ich hab ihn. Ich hab den einen, wo du den Holzspeer hinten in die Hüfte rein hast. Ja, such den nächsten. Den hab ich gerade. Such den nächsten. Ja, der ist gerade an mir vorbeigehumpelt, deswegen. Witzigerweise vor allen Dingen mit der Axt erschlagen. Ach, da oben bist du. Ja. Ich bin derjenige, der hier die Hirsche behindert macht. Willst du dein Speer wieder haben? Nee, passt schon. Wir haben noch. Was ist denn jetzt diese dämliche Holzschaufel? Da ist er. Ich möchte bitte auf die 3. Hab noch eine erwischt. Frage ist, in welche Richtung der rennt. Okay, das scheint jetzt aber schon voll zu sein. Ne, Hirschku, aber... Hundesät. Dann hau mal jetzt hat das noch gleich raus. Oh ja, der war gut. Der war sehr gut. Aber die Hirschkühe bluten nicht. Ne, da ist der Speer abgeflogen. Keiner ist bei der Jagd so gut wie Robert und ich. Hey! Probier's mal mit Sperren. Haben wir. Ja, dann let's go, do it. Wir haben mehrere Wiesent gelegt. Ja, genau. Zusammen, die brüderlich. Mach Hirsche. Und die werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Vor allen Dingen, Konzi schmeißt sie mit dem Speer ab und ich erschlag sie dann mit der Axt. Ist doch auch das ist eine gute weg. Methode. Hab ihn. So. Vom Wegen zu weit weg. Ihn? Ah, der ist abgefallen. Fuck. Nein, der fliegt ins Wasser. Gebäude. Die zwei sind auf jeden Fall noch zu schnell, dass man denen hinterherkommt. Da blutet keiner. Wo sind denn jetzt die Lager drin? Moment. Da sind die Lager. Ich müsste aber gleich wieder Speere machen, weil die gehen so schnell kaputt. Die gehen schnell kaputt. Ja. Ja. Ja, ist kaputt. Fuck. Ich mach mal wieder welche. Wenn du noch welche brauchst, sag Bescheid. Ja, ich muss welche machen. Ich hab nämlich auch noch zwei Stück im Inventar. Ich muss gerade. Schaut irgendwie alles so chaotisch angesehen. Ich kann hier keinen Sinn erkennen. Ja, glaube ich, hat die Lexi vorhin schon gesagt, dass das irgendwie voll wild durcheinander angesät worden ist, von wem auch immer. Ich hab da jetzt einfach mal Vogelwild mitgemacht. Ich auch. Gut. Ich hau da jetzt auch kreuz und quer den Samen, den ich dabei habe. Tut das aufs rein, Feld. Wo Platz ist und gut. Ich
So, ich mache jetzt noch Speere und dann zerlegen wir den Rest. Gut. Ich möchte gerne ein bevor die Jahreszeit zu Ende ist, ne? Machen wir nochmal ein Klöpperchen. Ein Klöpperchen. Ein Klöpperchen. Machen wir nochmal ein Klöpperchen. Was ist ein Klöpperchen? Ich möchte ein Klöpperchen. Es gibt Hindernisse auf der Baustelle. Ich werde auch gleich zum Hindernis. Vielleicht bist du das Hindernis. Wie heißt es immer so schön? Entweder du hast ein Problem oder du bist das Problem. Genau. Hört, was ich gesagt habe. Ich sehe hier die. Ah, da sind die. Nein, das ist nicht angekommen, Robert. Entweder du hast ein Problem oder du bist das Problem. Ich habe ein Problem. Ich kriege dieses blöde Lager nicht gesetzt. Ich mag Mimi. Du musst ein Stück weiter weggehen und es woanders hinsetzen. Sehr schön. Aber ich will nicht. Das andere haben wir doch auch hier gesetzt. Es Ach gibt ja, das Hindernisse, sind ja die Graber. Die Baustelle blockieren. Ich werde gleich zum Hindernis, mein Freund. Chillamoyda Base. Fangen wir an. Hirschkühe. Also, die Hirschkühe, die sind gepanzert. Die sind irgendwie härter, ich weiß auch nicht wieso. Ja, aber die Speere bleiben nicht in den Stecken. Robert. Ich hab sie, hast du gut gemacht. Ich hab sie erschlagen können. Super, ich hol die nächste. Gut. Die nächste. So, dann machen wir jetzt mal Dünger. Dünger. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so, ich habe irgendwie immer so die Hemmung, den Dung einfach nur in die Kiste zu schmeißen, wenn ich eh schon neben der Werkbank stehe, weißt. Und das geht ja auch immer voll schnell. Dünger herstellen geht flott. Voll schnell und so. Er hat's geschafft, es ist grün geworden. Ja. Also die eine habe ich jetzt einmal getroffen. Wo finde ich denn jetzt diese dämliche Mini-Station mit drin, oder? Was findest du? Ja, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt schon freigeschaltet ist. Wir haben ja schon zwei Stück stehen. Achso, die Minen, okay. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, ich höre sie. Da ist nicht mit drin. Dienstleistung, Bauhütte, Marktstand. Ich hab sie! Ich auch. Alter Schwede, das war jetzt knapp. Dieses Mal ist er stecken geblieben. Ja. Ich hab die Mine gefunden. Ich habe auch kein Messer mehr. Oh, ich hab noch eins. Ich bin so Babbo. Schalalala, was? Was darfst du? Finden wir jetzt mehr? Sie freut sich voll. Jetzt muss ich auch erstmal Ich hab die Mine gesetzt. Was brauchen wir denn dafür jetzt? Oh, mein Gott, er kommt aus der Lagerzeit im Steinchen. Platzieren die anderen Dinge irgendwie heftig am Jagen. Nein, ich werde mir jetzt erstmal das Lager fertig bauen. Ja. Praktisch für mich. Kann ich mal ein bisschen chillen. Chillen bei der Base. Oh, nicht geschweige denn hinten lehnen. Hast du den Wolf gefunden? Ja, hab ich. Ein bisschen Turnbewurf machen. Komm her. Der kriegt jetzt auf den Bobo. Ich hab ja gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Minen. Ja, wunderbar. Hab ihn gekillt. Das ist sehr gut. Ein scheiß Baumstamm, weißt du? Hast du ein Messer? Ich hab ein Messer, heute. Du hast ein Messer, ich hab die Kraft. Ja. Oh, wirklich? Ich hab die Axt und das Messer, ich lauf hoch. Au, geh weg. Passt. Ich hab noch irgendwo... Robert? Moment, ich bin noch nicht beschäftigt mit Schlachten. Ich hätte gern, dass du den Bäumen vermittelst, dass sie nichts in unsere Richtung zu fliegen haben. Okay. Ich kann's probieren, aber ich kann keinen Enttisch. Du kannst keinen Enttisch? Wen hast du denn jetzt getroffen? Achso. Er rennt weg. Also. Der Ringe, die Ents. Achso. Und ihr verschwindet. Das ist angekommen. Wir Top. Haben gleich ein Problem. Hast du einen Bären gefunden? Ja. Den Bären machen wir aber bitte nicht so. Warum? Bären sind lustig. Ich habe mich auch von einem knabbern lassen. Danach habe ich sämtliche Pfeile in den Hintern geschossen. Warte. Gibst du jetzt bitte den Holzstamm auf? Danke. Mein Zeit mir weg. Nicht weit, wir sind auf der... Achso, der Cooper ist die sind da hinten beim Jagen. Soll ich euch bei den Bären helfen? Ich habe eine Armbrust. Ich auch. Erst gleich down? Nein, ich bin down. Nein. Dum, 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 dum. Der Bär ist down, ich hab ihn mit einem halben Zentimeter Leben. Ja, geil.
aber ich bin jetzt gleich ganz furchtbar überladen. Ja, ich komm gleich. Ich bin gleich da. Ich muss jetzt... Oh, ja, ich bin entsetzlich furchtbar überladen. Ja, ich bin da. Gut, ich bereite alle schon mal für den Winter her. Aber jetzt wird doch erstmal Sommer, oder? Es wird doch erstmal Sommer. Ja, aber bis ich den ganzen Tonbewurf und so weiter fertig habe zum Isolieren, ist schon Winter. Und wir haben noch keine warmen Klamotten, weil Flachs noch nicht so weit ist. Also ich schon. Ja, du müsst jetzt im Sommer kommen. Ich hab auch Winterklamotte. Ein bisschen Winterklamotte habe ich auch. Wir müssten die Landwirtschaft ein bisschen, also die Tierhaltung und so weiter vorantreiben. Das wäre ganz gut. Oh ja. Weil dann könnte man als nächstes, glaube ich, kommen. Was kommt denn als nächstes? Kommt nicht als nächstes irgendwann Schafe? Was? Ich bringe den Bursch nach Heim und... Nee, liegt nichts mehr. Ich habe alles mitbekommen. Okay. Bring das Bursch nach Heim und dann können wir weiter... Nee, dann müssen als wir ins nächstes Bett, ne? Kommt ein Gänsehaus. Wir werden ja heimgebeamt. Das Gänsehaus? Du hast die ganzen Speere mitgenommen. Dann Pferdestall und dann... Als nächstes kommt das Gänsehaus, dann kommt der Pferdestall, dann kommt der Pferd für die Schafe. Oh, okay. Aber Gänse wären auch okay. Gänse geben Federn und... Und Eier, und, oder? Und Eier. Gackerle. Tun doch Hühner auch. Stimmt. Ja. Aber Gänse geben Daunen. Ja, aber das ist ja kein gesonderter Gegenstand hier. Nein. Das ist jetzt nur in deinem Gedanken. Willst du deine Speere wieder haben? Einfach ins Lager. Okay. Es gibt eh jetzt nichts zu jagen. So wie ich sehe. Nee, du hast gerade irgendwie hier drüben die ganze Insel ausgerottet. Auf der rechten Seite, wo die Jagdhütte steht, wäre noch eine Hirschherde. Echt? Aber wir fragen uns, warum es kaum mehr Essenz gibt auf der Erde. Ja, okay, nicht. Sind wir eigentlich noch Lexi offen? Und Costa hier. Ja. Sehr schön. Das heißt, man hat mein ganzes Gejammer jetzt voll drauf. Ja. Das ist so toll. Ich geh ins Bett. Was willst du denn da, sterbende Leute? Das stimmt. Nein, ich geh jetzt ins Bett. Was mache ich denn hier? Ich weiß nicht. Nach Menschen wollte ich mich eigentlich noch umschauen, aber jetzt ist schon wieder so spät. Lohnt sich's nicht mehr. Aber die anderen sind doch eh so weit weg, oder? Ich glaub, nein, ich rede von der Aufnahme. Ich bin im Bett. Ich bin nicht gewillt, hier jetzt aufzuhören. Ich bin jetzt so in meinem Flow drin. Du wirst nachher eh zurückgebeamt. Wahrscheinlich. Aber die Aufnahme... Dann lohnt sich's noch weniger aufzuhören. Aber die Aufnahme werde ich beenden, also die Folge. Oh, was? Warum? Weil wir schon wieder so weit sind. Jetzt, wo es gerade so float, oder was? Ja, wir können ja dann gleich noch eine Folge aufnehmen, ist mir ja wurscht. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja, da sagst du was. Scheiß Leben. Nun gut, ja. Mit diesen Worten... Scheiß Leben. Möchten wir uns verabschieden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Passt auf euch auf und ciao. Ciao.